Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt. Was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir ein Stück nach links, etwas mehr nach rechts. Noch ein Stückchen. Jetzt nach unten. Aber langsam. Das wär's dann, Rumpel. Kein Problem, Rumpel. Der Trecker ist mein Name, Bob. Und Lasten zu transportieren ist mein Job. Ganz richtig, Rumpel. Also, sind wir alle fertig, Mixi? Mixi, Erde ruft Mixi. Mixi, bitte kommen! Hey, was ist denn? Komm schon, Mixi, die Arbeit ruft. Dich auch, Buggy. Ich bin bereit, Bob. Also auf geht's, Team! Fahren wir los! Können wir ein Loch graben? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Zum Frühstücken. Kuschel, wo steckt die Katze denn nur? Sie kommt doch sonst nie zu spät zum Frühstück. Buddel, hast du Kuschel vielleicht gesehen? Nein, tut mir leid. Weißt du, sie kann nicht weit weg sein. Ich meine, weit weg läuft sie doch nie. Hey, Feder, ich weiß ja, du magst Katzen nicht. Aber Kuschel tut dir doch nichts. So, da wären wir. An die Arbeit. Ausgerechnet hier, wo diese Vogelscheuche lebt. Wenn dieser Knolle in der Nähe ist, geht immer irgendetwas schief. Wieso? Was tut mein Kumpel Knolle denn? Du brauchst keine Angst zu haben, Heppo. Er macht nur gern seine Späße. Das ist alles. Ja, Heppo, du bist wirklich ein Waschlappen. Darf ich euch vielleicht daran erinnern, dass wir hier was zu tun haben? Schon vergessen? Hast recht, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Warte mal, Buggy, ein Stück nach links. Okay, Heppo, ein Stückchen nach rechts. Hallo, Kuschel, was gibt's? Das weißt du doch. Kuschel möchte ein bisschen Abwechslung haben. Na gut, spring auf, Kuschel. Komm, wir fahren zu Heppo und sehen, was der macht. Bis dann, Rollo. Bis später, Mixi. Gute, komm schon, Buddel. So dunkel ist es doch gar nicht. Es ist wirklich nicht sehr dunkel. Pass bitte gut auf den Generator auf, Buggy. Ich gehe in den Tunnel und setze ein paar neue Steine ein. So, das war's. Und jetzt nichts wie raus hier! Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Oh, oh. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus, Buddel. Nein, tu mir das nicht an. Bitte mach das Licht wieder an. Schnell.
Hallo, ihr zwei. Wäre beinahe daneben gegangen. Bob, was meinst du, ob Buddel da drin klarkommt? Wieso fragst du? Warum sollte er denn nicht? Augenblick mal, Buggy. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, Buddel hätte Angst im Dunkeln. Oh. Das ist nicht komisch. Das ist ganz und gar nicht komisch. Hey, Buddel, alles in Ordnung? Hallo, Bob. Hör mal, es ist doch albern, hier drin sinnlos rumzuhängen. Komm mit raus. Das kann ich nicht. Red keinen Unsinn, natürlich kannst du das. Siehst du hier, ich habe eine Taschenlampe. Fahr mir nach. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist zu dunkel. Oh, verstehe. Was ist los? Wo ist Buddel? Er steckt fest, Buddel steckt fest. Du hattest recht, er hat Angst im Dunkeln. Oh nein, so wie Heppo und seine Höhenangst. Tja, und jetzt? Ich hab ne Idee. Was ist denn das? Oh je, oh je, oh je. Guten Tag, hier ist Bobs Baugeschäft. Ja, verstehe. Ich komme so schnell ich kann. Okay, bis dann. Oh ja, das war ein furchtbarer Sturm. Hallo? Große Güte. Ja, ich verstehe. Ja, das war ein schlimmer Sturm. Können Sie bitte einen Augenblick dranbleiben? Ein Baum entwurzelt? Er blockiert die Straße? Bob, da ist ein dringendes Fax gekommen. Vom Stadtrat. Warten Sie bitte einen Moment. Blockierte Straßen, umgestürzte Telegrafenmasten, diverse Rohrbrüche, etliche kaputte Zäune brauchen unbedingt Soforthilfe. Okay, Wendy, bin schon unterwegs. Keine Sorge, ich spreche mit den Kunden und sag ihnen, dass du so schnell wie möglich bei ihnen bist. Danke, Wendy. Hallo? Hallo? Oh, hallo, Bob. Was liegt an? Mann, das war ja vielleicht ein Unwetter heute Nacht, wie das geblitzt und gedonnert hat. Schlimm, was? Kann man wohl sagen. Geht's euch allen gut? Naja, ein bisschen unheimlich war das schon. Stimmt's, Buddel? Nee, ich hatte keine Angst. Ich fand's lustig. Also hört mal, der Sturm hat etliche schwere Schäden angerichtet und wir werden sofort gebraucht. Ich kann baggern. Ich kann mischen. Ich kann zuschütten. Ich kann plattwalzen. Ich kann heben. Was für ein Team. Buggy, du kommst mit mir, um die Straßen zu überprüfen. Buddel und Heppo, ihr fahrt bitte zum Bauernhof raus und seht nach, ob dort alles in Ordnung ist. Und was ist mit mir, Bob? Keine Sorge, Mixi, an so einem Tag wie heute werdet ihr bestimmt alle gebraucht. Können wir alles wieder in Ordnung bringen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja! Also bis später. Auf geht's, Heppo! Weißt du, ich finde, hier sieht's gar nicht so schlimm aus. Vielleicht hast du recht, aber diese Enten sehen nicht sehr glücklich aus. Wenn wir ihren Teich freigeräumt haben, werden sie das bestimmt. Kuschel, hör auf, die Enten zu erschrecken! Komm schon, Heppo, lass uns anfangen. Oh, das war nicht schlecht. Ich höre es jetzt schon. Die Gewinner sind Bob und Claudia. Bob? Oh, was? Telefon. Es ist Claudia. Hallo Claudia. Ich habe ein richtig gutes Gefühl wegen heute Abend. Was? Oh nein! Wie ist denn das passiert? Beim Training auf dem Laufband? Oh, naja, da kann man nichts machen. Okay, bis dann. Gute Besserung. Was ist, eine schlechte Nachricht? Das kann man wohl sagen. Claudia hat sich ihren Knöchel verstaucht. Von Tanzen kann heute Abend keine Rede sein. Oh, Bob, das ist wirklich Pech. Ja,
Und was jetzt? Was soll ich denn bloß machen? Ich muss unsere Teilnahme an dem Wettbewerb wieder absagen. Aber nein, warte. Nur nichts überstürzen, Bob. Ich meine, naja, weißt du, vielleicht findest du ja noch eine andere Partnerin. Aber ich kenne sonst niemanden, der dafür in Frage käme, Wendy. Und wie wär's mit mir? Mit dir? Ja, aber kannst du den Tanz denn? Weißt du, ich lerne ziemlich schnell. Ich würde es gern versuchen. Wirklich? Ja. Du lernst tatsächlich sehr schnell. Oh, danke sehr, Bob. Oh, es ist schon ziemlich spät. Wir müssen uns fertig machen. Okay, ich gehe schnell nach Hause und ziehe mich um. Dauert nicht lange. Ich bin gleich wieder da. Ist alles fertig? Ich denke schon. Oder, Buggy? Ja, ab nach Hause. Ja! Du siehst ja toll aus. Dasselbe wollte ich dir gerade sagen, Cowboy.